Guten Morgen zusammen. Wie ihr erkennen könnt, bin ich nicht mehr an der Ostsee, sondern dort in der Ferne, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, ist der Brocken. Das heißt, ich bin jetzt wieder in der Region Harz unterwegs. Und zwar aus zwei Gründen. Am Meer war es mir mittlerweile erstmal da, wo es mir gefiel, zu voll. Und ich wollte auch wieder mehr jetzt in den Wald und mich ja auch zu Fuß ein bisschen mehr bewegen und nicht nur auf dem Rad. Ich werde jetzt hier im Harz die ein oder andere Radtour machen, ein bisschen wandern. Und da würde ich euch dann die nächsten ein, zwei Videos gerne mitnehmen. Also, wenn ihr mögt, bleibt dran. Wie man unschwer erkennen kann, sitze ich mittlerweile auf dem Rad und möchte gerne zur Okertalsperre in der Nähe von Goslar. Ich bin in Goslar losgefahren, erstmal alles gut und jetzt steht ein Schild, gesperrt, Durchfahrt verboten. Ich warte im Grunde drauf, dass irgendwo wieder ein Weg in den Wald geht und ich dann da weiterfahren kann. Wäre sonst ärgerlich. Ich meine, das ist schon das zweite Schild, Durchfahrt verboten. Und bis jetzt war noch nichts. Und das sieht auch nur so aus, als wenn die hier so stellenweise flicken würden. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass ich mit dem Rad vielleicht auch einfach so durchkomme. Mal sehen, wenn es keine Mecker gibt, radel ich hier weiter. Und sehe es einfach mal als entspannten Radweg. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass es leicht bewölkt ist. 26 Grad, wo ich losgefahren bin. Und das Ganze recht angenehm ist. Immer so leicht steigend hier, aber angenehm zu fahren. Das Schöne an so einer freien Strecke, wenn man irgendwo dran vorbeifährt, so wie hier gerade, dann kann man auch einfach mal umdrehen und einen Blick Richtung Oka erhaschen. Hier ist so eine kleine Schleuse, die das Ganze einmal links rum, einmal rechts rum leitet. Sehr schön. Und hier noch mal ein bisschen besser zu erkennen durch die Büsche. Was hier die Strecke hoch teilweise gemein ist, bergauf, kann ich mit leben. Aber dann kommen noch solche Windböen, die drücken einen richtig nieder. Das ist schon dann wieder ganz schön fordernd. Falls ich den gleichen Weg zurückfahren sollte, wäre das aber ein Heidenspaß. Ach, schaut mal da unten, die Felsen schön. Sah fast aus wie eine einladende Badewanne. Sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken. Schaden tut's nicht. Und da auf der gegenüberliegenden Seite, so wie im Elbsandsteingebirge, kann man da die Felsen hoch. Na gut, aber dann müsste ich dann zu Fuß hin. Weil das Rad da mitschleppen ist eher ungünstig. Hier sieht man auch das Wasser, wie es oben da aus den Felsen oder zwischen den Felsen her runterkommt. Und dann hier unterirdisch zur Oka rübergeführt wird. Also da vorne sind noch zwei Fußgänger oder Wanderer, die wohl auch nur diesen Weg erstmal gefunden haben. Und hier ist sogar ein Weg, der runterführt zur Oka. Ich versuche mir das mal zu merken für den Rückweg, falls ich hierher komme. Ist das nicht ein Traum von Wasserlauf? Ja, hier ist die nächste Super-Ecke. Man meint das gar nicht. Wenn man hier mit dem Auto herfährt, sieht man das alles nicht. Und das ist so schön, dass ich jetzt das Fahrrad einfach mal oben stehen lasse und hier runter gehe. Alleine diese riesen Felsen hier drin. Ne? Auf der Seite ist wie so eine Schleuse von oben. Ich gehe mal ein paar Meter weiter und filme dann nochmal. So, wie ihr jetzt vielleicht sehen könnt, bin ich mittendrin. Und es ist wunderschön. Das
Also hier unterhalb entlang der Oker ist tatsächlich ein Wanderweg, der hierher führt, wie ihr sehen könnt. Das ist natürlich auch ein Erlebnis. Das Rad ist nicht immer die erste Wahl. Aber man kann ja auch beides so halbwegs kombinieren. Jetzt habe ich auch gerade ein Schild gesehen, da geht es Richtung Waldhaus über Frosch. Und man kommt hier von der gegenüberliegenden Seite von dem Felsen, wenn man möchte. Ach, auch sehr schön. Hier hat man einen schönen Blick auf die Marienwand. Hier ist auch so eine Stauanlage, wo man einen herrlichen Blick über den See hat. Da hinten so kleine Felsen, die Nadelwälder. Und auf der anderen Seite dann wieder die Bereiche, wo es zufließt. Steht leider kein Schild dran, wozu das gehört oder was es ist. Aber schön. Dort oben im Wald ragt auch so ein riesen Felsen raus. So kann man schon ganz gut erkennen. Das ist echt klasse allein hier auf der Straße. Mich hat gerade noch ein E-Mountainbiker überholt hier. Der war auch total begeistert. Weil sonst ist hier 100 km/h. Und ihr seht ja, viel Ausweichfläche für einen Radfahrer gibt es hier nicht wirklich. Echt Glück gehabt. Und immer wieder diese Ausblicke. Waren sie jetzt gerade am Fräsen. Ihr guckt ein bisschen skeptisch, aber hat keiner was gesagt. Also denke ich mal, das ist okay als Radfahrer. Und schließlich bin ich ja auch der, der den Dreck einatmet und nicht die von mir. Also wird alles gut sein. Hier war wohl auch mal ein Hotel oder ähnliches. Aber das ist schon ein bisschen länger her, denke ich. Ah ja. Es fühlt sich gerade ein bisschen an wie bergab hier. Auch mal angenehm. Oh, da vorne steht ein Schild. Königreich und noch irgendwas. Königreich Romkahall. Alles klar. Ach, Hotel Königreich Romkahall. Ja gut. Aber auch ein super schönes Gebäude. Und bis hierhin kann man anscheinend mit dem Fahrrad fahren, wenn man von der anderen Seite kommt, mit dem Auto. Oh, Sekunde. Schaut mal hier. So, da oben muss ich jetzt erstmal zoomen, das erkennt ihr sonst noch nicht. Da stürzt das runter. Weltklasse. Das war übrigens der Romkahaller Wasserfall. Kurz nach dem Romkahaller Wasserfall kommt ein Radweg, was ich ganz gut finde, weil auch hier wieder die Autos fahren. Aber es geht schon schön kräftig hoch hier. Aber die Landschaft entschädigt für alles. Ich meine damit nicht das Dixie, sondern die Felsen im Hintergrund. Herrschaftszeiten hier. Der Wind bläst. Hätte ich diese Mikropuschel nicht, dann würde überhaupt nichts mehr gehen. Und ich schaffe es hier so gerade im kleinsten Gang die ganze Zeit mit 4, 5 km/h. Aber der Wind ist wenigstens angenehm, da es ja warm ist. Dort ist das erste Mal die Talsperrenmauer zu sehen, von der Okertalsperre. Und hier steht ein Schild 400 Meter über Null. Es werden jetzt keine 400 Höhenmeter gewesen sein, aber schon so einige. Ich muss mal schauen, ob ich später noch ein Schild finde, wenn ich wieder im Tal bin. Würde mich mal interessieren. Hier kam gerade ein Mountainbiker die Straße runtergeschossen und voll am Lachen. Der hat so einen Schwung gehabt, total schön. Und hier könnte man so schön parken, direkt bei der Staumauer oder so schräg gegenüber.
kostenlos und wahrscheinlich auch über Nacht. Da steht nirgends ein Verbotsschild. Nicht nur PKW, nicht nur Wohnmobile. Super. Ach, und links auch noch. Und dann, ja, direkt an der Staumauer. Ah, egal. Ich bin mit dem Fahrrad hier. Hab's geschafft. Und das ist auch viel wert. Schlafen kann ich überall. Liege ich eh hinten drin in der guten Betty. So, die Oka-Terrasse. Leider auch zu. Ich hatte so ein bisschen auf eine Wurst spekuliert. Ja, sieht schlecht aus. Ah ja. So, und jetzt erstmal kurz auf die Staumauer. Und dann mal halten und einen Blick riskieren hier. Ein schönes Becken, aber es sieht aus, als wenn da noch reichlich Wasser rein könnte. Was das für Unterschiede sind bei uns in der Region, die laufen fast über. Also da steht das Wasser bis an die Radwege und hier sind ja noch etliche Meter nach oben Luft. Aber etliche. Aber trotzdem schönes Fleckchen Erde. Nicht als Badesee getaucht, nicht getaucht, ja. Nicht Badesee tauglich wegen dem Hang. Wahrscheinlich auch nicht gestattet, gehe ich mal von aus. Aber landschaftlich schon mal sehr schön. Also hier nochmal nur kurz zur Info. Tief eingebettet in die bewaldete Mittelgebirgslandschaft liegt der Oka-Stausee. Seit 1956 wird hier der Lauf der großen Oka zu einem künstlichen Gewässer aufgestaust. Gespeist von den Quellläufen der Oberharzer Berge. Das muss reichen. Und dann noch ein paar Bilder. Hier noch mal so ein kurzer Blick runter an der Staumauer Richtung Tal. Leider stand auf den Hinweisschildern jetzt nicht, wie lang dieser Rundweg ist. Aber ich fahre einfach mal. Wird schon passen. Sieht man noch mal, dadurch, dass sie nicht auf so einer riesen Fläche ist, wie geschwungen das ganze Teil ist. Das ist schon mehr ein Rundbogen als eine Mauer. Also die Waldwege hier, top. Radwanderweg, wie auch immer. Perfekt geteert. Windgeschützt. Deswegen lasse ich mich gerade mal so ein bisschen ausrollen. Ah, hier hört man schon wieder Wasser. Ja, dann fahre ich da doch mal kurz rein. Ja, sieht man schön, wie das hier so durch das Schiefergestein sich durchschlängelt. Hier mal die Frontalansicht. Das ist schon heftig. Und da hat man ja jetzt gerade die obere Klappe gesehen. Also bis es da mal ist, dass es überläuft, das wird ewig dauern. Aber jetzt schau ich erstmal, was mich hier im Wald so erwartet. Wenn man jetzt mal hier zu der Brücke rüber schaut, sieht man, wie viele kleine Nebenarme es doch hier gibt. Deswegen schlängelt sich das alles so ein bisschen. Ist echt angenehm zu fahren. Auch heute komme ich, glaube ich, nicht drum rum, meine Regensachen noch anziehen zu müssen. Es tröpfelt so ganz leicht. Aber mal schauen. Wäre ja nicht das erste Mal. Und wie ich schon im letzten Video, glaube ich, gesagt, ist ja warmer Regen. Dort ist so ein klassisches Ausflugsschiff. Gibt es hier also auch die Oka-Schifffahrt wahrscheinlich. Stehen sogar einige Leute, die da warten. Also man vertut sich, der hat hier noch mehr Verzweigungen und Verästelungen. Ich dachte, ich wäre jetzt gleich schon wieder auf der anderen Seite. Aber es zieht sich doch noch ein ganz schönes Stück. Schön. Ich dachte, es wäre so eine 20-Minuten-Runde nur. Klasse. Auf der gegenüberliegenden Seite ist so eine schöne Holzhütte, wo unten dieser kleine Hafen ist. Oder Segelboot, Anlegestelle, wie auch immer. Und ich denke mal, dass dieses PE-Rohr, was da runter geht ans Wasser, kein Abfluss ist, sondern eine Zuleitung. Hoffe ich. Ich weiß, dieser Anblick ist nicht schön von diesem ganzen abgeholzten Kiefern. Und Fichten und was auch immer. Aber es duftet hier. Das muss noch relativ frisch abgeholzt sein. Man hat so richtig diese ätherischen Öle in der Luft.
Wie gesagt, schrecklich mit dem Waldsterben, aber der Duft ist sehr angenehm gerade. Ich versuche gerade ein bisschen schneller zu fahren, weil da ist noch ein bisschen blau und hier, wo ich bin, tröpfelt es die ganze Zeit. Ich fahre immer noch weiter weg von Goslar. Langsam mache ich mir Gedanken, wie weit diese ganzen Verästelungen hier sind. Aber da sieht man schön, wie trocken es war und ein Zufluss. Das heißt, da muss es ja irgendwo mal wieder einen Knick machen. Also mal eben ist auch nicht. Es ist schön zu fahren. Immer wieder so Blick aufs Wasser hier, aber doch relativ unspektakulär. Da unten sieht man schön auch so einen Zufluchtsbereich, wie zugewachsen der schon ist. Gerade eine Gruppe Pfadfinder, da freue ich mich mal drüber. Auch wenn mich mal da einer bekehren wollte, aber an sich freut es mich. Hier ist noch mal einer der Zuläufe schön zu sehen. Das hat schon was. Ich meinte mit unspektakulär auch nicht langweilig. Gibt immer was zu sehen, aber der Weg zieht sich halt ein wenig. So würde ich es eher sagen. Ja, jetzt ist es soweit. Der Regen hat mich erwischt. Und ich muss noch mindestens eine Stunde. Also erstmal umziehen und Kamera einpacken. Ich bin mittlerweile hier am Vorstau angekommen. Stehe jetzt so ein bisschen ungünstig. Aber sonst stehe ich halt mitten im Regen und dann ist mit der Kamera immer schlecht. Aber ihr könnt es, glaube ich, ganz gut erkennen, wie schön das aussieht, wenn es da runter rauscht. Ich werde jetzt hier nach der Brücke rechts fahren. Und das letzte kleine Becken auf der Seite auslassen. Ihr werdet es mir hoffentlich nachsehen. Ich stehe gerade hier am Rasthaus Okersee und habe mich ganz kurz untergestellt. Ich glaube, oben auf dem Berg sieht man am besten, wie viel Regen wirklich runterkommt. So auf dem Wasser durch den Wind nicht zu erkennen. Aber es läuft gut an mir runter. Die Sachen sind schon einfach nur noch schwarz. Nicht dramatisch, wie es letztes Mal auch schon gesagt, es ist warmer Regen. Und einen halben Tag Sonne, einen halben Tag Regen. Mein Gott, ist halt deutscher Sommer. Muss man sich dran gewöhnen oder wieder mit abfinden, war ja früher auch so. So, kurze Pause und dann geht's weiter. Ich habe mich jetzt hier noch ein letztes Mal untergestellt, weil es echt junge Hunde regnet. Und ja, ich habe immer noch gute Laune, ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich jetzt hier die ganze Zeit so mit 40, 45 runtergerollt bin. Es ist, ja, irre. Also mittlerweile, ich halte mal so an mir runter. Man sieht es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber das ist nicht das normale Schwarz. Es ist einfach, ja, es ist einfach alles durch. Also darunter bin ich trocken, aber das Material ist trotzdem leicht vollgesogen schon. Ist nicht durchgegangen, aber ich glaube, noch eine Stunde mehr wäre das auch nichts mehr gewesen. Ich war jetzt anderthalb Stunden im Regen unterwegs insgesamt. Oder? Nee, nicht ganz, nicht ganz. Etwas über eine Stunde. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich sagen muss, das war's. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Macht's gut, euer Markus. Weil besser wird's heute nicht mehr.